Je nachdem, wann ihr das Video guckt, gerade noch auf der Fotokina, jetzt schon in meiner Hand zum Test die neue Nikon D750, so eine Art Hybrid, möchte ich fast sagen, aus der D810 und D610. Warum man sie nicht D710 genannt hat? Unverständlich, aber vollkommen egal. Eine sehr, sehr interessante Kamera, da sie wirklich viel von beiden mitgenommen hat. So fast das Beste, möchte man sagen. Und obendrauf gibt es auch noch ein kippbares Display. Wie das alles gut funktioniert, schauen wir uns heute an. Und ich denke mal, ihr könnt schon sehen, auf den Festival of Lights in Berlin. Und vielleicht hat schon mal gerade jemand irgendwie geblitzt im Hintergrund. Denn das sind die echten Profis. Die wissen nämlich, dass man beim Brandenburger Tor, was 30 Meter entfernt ist, unbedingt den Blitz einsetzen muss. Kommen wir damit direkt zur Bedienung der Nikon D750. Wer die D600er und D800er Serie kennt, wird sich grundlegend sehr, sehr schnell zurechtfinden, muss hier nicht groß umdenken vom Tastenlayout her. Die Kamera, wie auch schon im Unboxing erzählt, insgesamt ein bisschen schlanker geworden, sieht man auch schon am Display, das ist auch ein bisschen schmaler. Großer Vorteil in der alltäglichen Bedienung, ist wirklich sehr, sehr griffig, weil jetzt wirklich auch größere Hände voll reingreifen können. Man eckt also mit den Fingern nirgendwo mehr an, liegt also wirklich sehr, sehr schön sicher in der Hand, auch gut gummiert das Ganze. Hier oben gibt es eigentlich keine großen Änderungen, auch hier am Tastenlayout, das kennt man erstmal grob so alles und wer Nikon mag, kommt eben damit gut zurecht. Das Walrad, das ist grob so, wie man es von der D600er Serie aus kennt, das heißt hier unten zum Beispiel wieder Verstellen zwischen Einzelbild, Serienbild, White Mode und so weiter und so fort. Oben PSM-Modi, natürlich Custom-Modi, die ihr einstellen könnt. Und was ich interessant fand in dem Preisbereich, auch noch Effektfilter mit drin, Szenenprogramme. Ob das unbedingt sein muss, wirklich in so einer Semi-Pro-Vollformat-DSLR, ich weiß es nicht. Ich hätte lieber vielleicht noch ein oder zwei mehr von diesen benutzerdefinierten Einstellungen reingenommen. Wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Displayseitig hier hinten auf der Rückseite 1,2 Millionen Pixel, kennt man auch so schon von der D810. Wirklich ein sehr, sehr schön scharfes Display, was man reingebracht hat. Kann man natürlich jetzt auch, wie auch schon im Unboxing gezeigt, 90 Grad nach oben und nach unten schwenken. Also ich sage mal für die Leute, die zum Beispiel Makros fotografieren oder halt Konzerte so von oben aufnehmen wollen, ganz nett. Sonst hier auch noch auf der Rückseite gut zu sehen. Ein bisschen aktualisiertes Menü, fand ich auch nicht schlecht, habe mir auf der Fotokina schon angeguckt. Sieht quasi so aus, als hätte man es schon Richtung Touch optimiert, auch wenn es das nicht ist. Vielleicht kommt es ja noch von Nikon demnächst eine Touchsteuerung in der DSLR. Sieht auf jeden Fall schon so ein bisschen darauf vorbereitet aus, alles ein bisschen größer. Sind wir mal gespannt. Kommen wir damit direkt zum Thema Autofokus und Serienbildmodus. Ich weiß jetzt nicht unbedingt die besten Bedingungen bei so tiefer Nacht, aber wir haben ja die Video-LED da, zumindest für den Serienbildmodus. Ich halte es einfach mal ran. Wer die D610 kennt, wird den Unterschied direkt feststellen können. 6,5 statt 6 Bilder pro Sekunde hier drin. Ein kleiner Scherz. Also da hat sich nicht viel getan. Am Verschluss wirklich ein minimales Upgrade, was man da drin hat. Autofokussystem wiederum, das hat man übernommen von der D810. Das heißt 51 Autofokuspunkte. Das Autofokussystem haben wir auch schon getestet auf der IFA. Bei der D810 fanden wir auch da schon ziemlich schick. Ist es auch hier drin, sind eben keine wirklichen Änderungen. Autofokus, Hilfslicht, alles mit dabei. Das ist unproblematisch. Speicherkartengeschwindigkeit bis knapp 65 Megabyte pro Sekunde geht es in etwa hoch. Das heißt, wenn ihr jetzt RAW-Bilder aufnehmt, ohne noch JPEG mit dazu, könnt ihr also 2,5, maximal 3 Bilder pro Sekunde noch dann wirklich kontinuierlich aufnehmen, bis die Speicherkarte voll ist. Wenn du JPEG aufnimmst, kann eigentlich fast unbegrenzt 5,6 Bilder pro Sekunde aufnehmen, wenn denn die Speicherkarte entsprechend schnell ist. Gutes Stichwort auch nochmal, natürlich zwei Speicherkarten-Slots drin, also gehört sie es einfach für gehobene Spiegelreflexkameras, beide Male SD-Karten-Slot, kein XQD, kein CF oder sonst was, einfach zwei SD-Karten, auch wie von Nikon gewöhnt, die beiden Modi, die man einstellen kann, das heißt zum Beispiel Kopie auf beiden gleichzeitig drauf, einmal RAW, einmal JPEG und so weiter und so fort, könnt ihr also alles schick einstellen, wie ihr das machen wollt. Ja, das also schon mal so großartig zu den beiden Modi und würde sagen, jetzt machen wir weiter mit dem Thema Bildqualität. In Sachen Bildqualität auch wieder eine Mischung aus D610, D810, den Bildsensor aus der D610, wiederum Bildprozessor aus der D810. Das heißt ja prinzipiell so in etwa das gleiche Rauschverhalten, wenn ihr im RAW fotografiert wie bei der D600-Familie. Habt aber den Vorteil, ihr könnt einfach ein bisschen höhere ISO-Werte einstellen. Das heißt ISO 50 bis 51.200 ist jetzt kein extremer Lowlight-Künstler mit der D750, aber es macht auf jeden Fall gute Bilder, halt Vollformat und 24 Megapixel sind da ja nicht so viel. Das heißt, ihr könnt eigentlich immer noch wirklich schick arbeiten, jetzt hier auch in der Nacht schicke Fotos aufnehmen. ISO 6400 könnt ihr noch gut nehmen, 12.800 finde ich persönlich schon grenzwertig, aber zumindest für einen Videomodus kann man in dem Bereich eigentlich noch agieren. Das fällt sich die Runterskalierung auf Full HD-Auflösung eigentlich nicht ganz so krass auf, aber guter Stichpunkt, Videomodus schauen wir uns gleich noch an. Dynamikumfang, der ist eigentlich auch ziemlich schick, mit einem der besten im DSLR-Bereich, den ich zumindest kenne. Also könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Gutes Objektiv immer vorausgesetzt, wir haben jetzt hier für den Test wieder das 24-120mm dran.
denke mal, das kennen wahrscheinlich einige von euch, ist ja so ein bisschen das Standard-Zoom, das es von Nikon gibt. Also bildqualitativ eigentlich schon mal echt gut. Jetzt nichts extrem Besonderes irgendwie in irgendeinem Bereich, aber wirklich sehr, sehr solide und für den Preis auf jeden Fall angemessen. Videos aufnehmen könnt ihr natürlich auch mit der Nikon D750 und wie man es vom neuen X-Speed 4 Bildprozessor gewöhnt ist. 1080p Videomaterial, also Full HD mit bis zu 60 Vollbildern pro Sekunde oder wenn ihr halt PAL aufnehmen wollt 50. Alternativ könnt ihr immer noch runterschalten auf 24, 25 oder 30 und natürlich auch 720p Videomodus, also erstmal so ziemlich alles dabei. Einen normalen und einen High-Quality-Modus, was einfach die Bitrate angeht, um ein bisschen mehr Potenzial zu haben in der Nachbearbeitung. Das Einzige, was uns jetzt hier gerade beim Dreh gestört hat, wir haben ja noch Sony Alpha 7S Video damit schon aufgenommen. Ihr habt zwar hier einen Kopfhörerausgang mit dran, aber wir haben es irgendwie nicht geschafft, auch in der Einstellung nicht gefunden, per Default hier irgendwie ein Audio-Monitoring zu bekommen, wenn ihr wirklich gerade filmt. Später, wenn er auf Wiedergabe gedrückt hat, konnten wir es hören, aber nicht, während wir das halt wirklich effektiv aufgenommen haben. Vielleicht kann man es drin irgendwo noch umstellen, keine Ahnung. Wir haben es auf jeden Fall hier erstmal nicht gefunden. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Wenn es jemand weiß, wie es geht, auf jeden Fall unten in die Kommentare reinschreiben. Ich ergänze es dann noch auf jeden Fall irgendwie als Overlay oder sowas hier kurz im Video. Ja, sonst wie gesagt, eigentlich bin ich echt zufrieden damit. Also Videoqualität ist wirklich super. Schön scharfes Material, was ihr rausbekommt durch den Vollformatsensor, eben auch bei weniger Licht, könnte wirklich noch gut mitarbeiten. Hier unproblematisch. Moiré habe ich jetzt eigentlich bisher auch gute Erfahrungen gemacht, also kein extremes Flimmern oder sowas da drin gesehen. Was mir halt wirklich noch fehlt, das ist wirklich ein Modus, wo man halt wie S-Log 2 zum Beispiel bei einer Alpha 7S noch sagen kann, okay, Kontrast hier richtig runterhauen, auch noch die Sättigung runter, um wirklich maximal nachbearbeiten zu können. Da fehlt ein bisschen Potenzial. 4K-Modus auch nicht drin. Ich denke, das werden wir bei Nikon wirklich erst in der nächsten großen Generation sehen mit dem nächsten Bildprozessor, den man bekommt. Da muss man also ein bisschen schauen, was man möchte. Aber es ist auf jeden Fall ein grundsolider Videomodus hier erstmal drin. Und wie gesagt, mit bis zu 60 Vollbildern pro Sekunde kann man schon ein bisschen machen. Und wenn man am Ende auf 25 oder 30 Bilder will, ja auch schon so ein bisschen Slow-Motion-Aufnahmen auf jeden Fall. Sollte man sie sich nun holen, die Nikon D750, meiner Ansicht nach wirklich eine sehr interessante Mischung aus der D600 und D800 Familie. Hat viel von beiden bekommen. Klar, man würde sich jetzt wünschen, ja hier ein bisschen mehr, da noch ein bisschen mehr. Dann ist man am Ende aber auch wirklich ganz ehrlich bei der D810. Ein Sensor von der D600 Familie und auch noch Verschluss davon, sonst viel Autofokus-Modul, Bildprozessor aus der D800. Damit habt ihr wirklich eine sehr schnelle Kamera mit schicken Videofunktionen, also unter anderem Full HD mit bis zu 60 Vollbildern pro Sekunde, was wirklich auch noch schön schnell ist, 51 Autofokusfelder. Für mich wirklich eine sehr, sehr gelungene Mischung, die Nikon rausgebracht hat. Es gibt jetzt nichts an der Kamera, wo ich sage, das hätte man jetzt wirklich noch verändern müssen. Und man hat einfach mit diesem klappbaren Display hinten dran sowie der etwas griffigeren Formgebung noch zwei Alleinstellungsmerkmale drin. Dazu auch noch WLAN. Wäre dann nur nicht die blöde Nikon-App, die ich ja schon beim Test von der D5300 bemängelt habe, da auch gerne nochmal in das Video hier reinschauen. Wenn noch weitere Anregungen hat, auch gerne unten in die Kommentare nochmal reinschreiben. Wenn euch das Review gefallen hat, auch gerne auf jeden Fall Daumen nach oben wieder dafür. Und wir sehen uns wieder am Mittwoch und ihr den Philipp auch schon wieder am Freitag, wenn ihr denn wollt. Also bis dahin.